Der Verkehr ruhiger als sonst. Die Corona-Krise hinterlässt auch im Hafen Antwerpen ihre Spuren. Es kommen viel weniger Container als sonst herein. Doch eine Ware boomt wie nie zuvor. Mit einer einzigen Bewegung kann sich ein Kranfahrer ein Jahresgehalt verdienen. Ein Kranfahrer kann 10, 50 oder auch 90.000 Euro verdienen, wenn ein Container an die richtige, zugängliche Stelle bewegt. Dirk Wirsum war Rechtsanwalt in den Niederlanden und verteidigte einen Kronzeugen in einem Prozess gegen eine kriminelle Vereinigung. Die bezeichnete die Staatsanwaltschaft als eine gut geölte Tötungsmaschine. Dirk Wirsum wird auf offener Straße kaltblütig erschossen. Den Container in eine andere Richtung stellen. Es fängt klein an mit vielen Komplizen und dann wird es immer größer. Es geht um ein milliardenschweres Geschäft mit dem Namen Kokain. Es sind nicht nur die Dockarbeiter, sondern es sind auch andere in viel höheren Positionen. So haben sie die volle Kontrolle über alles, was hier an Kokain hineinkommt. Es ist organisierte Kriminalität und er kennt ihre Strukturen. Wir nennen ihn Walter, er muss anonym bleiben. Walter ist Verbindungsmann verschiedener internationaler Ermittlungsbehörden. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Kriminelle nutzen neue technische Möglichkeiten, hacken Computer im Hafen, ändern dauernd die Strategie und versuchen immer etwas Neues. Antwerpen, einer der größten Häfen weltweit und eines der größten Einfallstore für Kokain. Millionen Container kommen an zig Terminals an, nur wenige davon kann der Zoll überprüfen. So wie diesen in einem Scanner, der ein Röntgenbild vom Container erstellt. Diese Bilder stammen von einem anderen LKW. Ein spektakulärer Fund des belgischen Zolls vor einigen Monaten. Viele Tonnen Kokain versteckt zwischen Bananen. Der Hafen Antwerpen ist der Umschlagplatz für Obst und Gemüse aus Südamerika. Ein Grund, warum Antwerpen bevorzugtes Ziel auch der Kokainmafia ist. Denn Kokain kommt ebenfalls meist aus Südamerika. Der belgische Zollchef beobachtet, wie sich das Angebot seit 5 Jahren verzehnfacht hat. Der rasante Anstieg hält auch in den Corona-Monaten an. Man hat nur in Südamerika jedes Jahr mehr und mehr Produktion von der Kokain. Die spektakulärste Lieferung landet vergangenen Dezember in Galizien. Die spanische Polizei fängt dieses 20 Meter lange U-Boot ab. Die Ladung 3 Tonnen Kokain mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro. Zuvor hatte die Besatzung das U-Boot versenkt und versucht zu fliehen. Die europäischen Häfen sind offene Umschlagplätze für Waren aus der ganzen Welt. Und dazu gehören auch Drogen. Mehr als 60 Tonnen Kokain beschlagnahmte der Zoll im vergangenen Jahr in Antwerpen. Tatsächlich aber kommt viel mehr. Experten gehen von 600 Tonnen aus. Und fehlt plötzlich eine Lieferung, kommt es schnell zu Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Mafiagruppen. Wer hat was genommen? Ist es ein Zoll? Ist es die Polizei? Oder sind es die anderen, die Mafia das kommen? Und man merkt ja schon, dass wenn wir so weit fünf Tonnen Kokain, wenn wir das feststellen, dass es nachher Schießereien gibt. Seit gut 2 Jahren gibt es immer wieder Anschläge mit Handgranaten und Schießereien. Meist Auseinandersetzungen im Drogengeschäft, oft reichen sie aber auch über die Grenze nach Rotterdam. Der Hafen Rotterdam nördlich von Antwerpen. Auch hier beschlagnahmt der Zoll regelmäßig Rekordmengen Kokain. Die Händler und die organisierte Kriminalität arbeiten über die Grenzen hinweg und zwar skrupellos. Der Mord an Dirk Wirsum, ein dramatischer Höhepunkt im sogenannten Marengo-Prozess. Er verteidigte einen Kronzeugen gegen einen der meistgesuchten Männer Europas. Dabei geht es um Ridwan Tachi, mutmaßlicher Kopf einer international tätigen Drogenbande. Tachi hatte sich nach Dubai abgesetzt. Spezialkräfte nehmen Tachi kurz nach dem Mord in einem Luxus-Apartment in Dubai fest und finden jede Menge Dollar Bargeld und gefälschte Papiere.
Und dann, einige Monate später, noch eine Festnahme in Dubai. Diesmal wird einer der mutmaßlichen belgischen Drogenbarone verhaftet. Die organisierte Kriminalität arbeitet über die Landesgrenzen hinweg. Ein großer Teil des Antwerpener Kokains geht in die Niederlande. Auch dort geht die Mafia brutal zu Werke. Wie bei einem Anschlag auf die niederländische Zeitung The Telegraph. Der Attentäter versucht, das gesamte Verlagsgebäude in Brand zu setzen. Kurz vorher veröffentlichte The Telegraph eine Enthüllungsgeschichte über einen wichtigen Kriminellen. Oft sind es junge Leute und sie nennen sie Kokain-Cowboys. Journalisten arbeiten hier unter Polizeischutz. Es gibt eine Abteilung für Drogen, es gibt eine Abteilung für Geldwäsche und eine Abteilung für Gewalt. Und darunter hast du spezialisierte Teams, die schnelle Autos stehlen und verstecken. Und sie haben Waffen, können töten. Und wenn sie wollen und einen als Feind auf die Liste setzen, dann observieren sie dich, machen Fotos die ganze Zeit. Das ist sehr professionell. Das sind die, die Erkundungen einholen. Und du hast die Schläger, die schießen und töten dann. Zurück in Antwerpen. Der Hafen ist Belgiens wichtigster Wirtschaftsfaktor. Der gigantische Containerumsatz muss schnell abgewickelt werden. Genau das nutzt die organisierte Kriminalität aus. Kontrolle und Schnellheit, das ist problematisch. Ein Analyst kann nicht die 10 Millionen Container analysieren. Und das dann muss man den Computer haben, die mit Algorithmen anerkannt, dass ein Container mit Bananen, dass das keine Bananen gibt, aber dass in einer bestimmten Ecke, dass es da zum Beispiel Drogen oder andere Waren sitzen. Der Chef des Zolls arbeitet an solchen Technologien, räumt aber ein, dass es noch Jahre dauern wird, bis diese eingesetzt werden können. Wir werden das wohl niemals loswerden. Wir können nur versuchen, so viel Kokain wie möglich aus dem Markt zu bekommen. Doch es ist nur ein Bruchteil der tatsächlichen Lieferungen. Auch wenn er Container scannt und Drogenhunde einsetzt, die Verluste nimmt die Kokainmafia in Kauf. Milliardengewinne bleiben den Kriminellen dennoch.